Gewaldrusch, ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Gekkabor, welches einer der Höllenstarter ist. Seit Omega, Rubin und Alpha Saphir ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Gewaldrusch zu vollführen. Zusätzlich zu seinem Typen Pflanze erhält es dann den Drachentypen. Als entwickelte Form von Gekkabor ist Gewaldrusch in den Hauptspielen Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, Omega Rubin und Alpha Saphir als Starter-Pokémon erhältlich. Gewaldrusch ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und basiliskenähnliches Pokémon mit hauptsächlich grüner Färbung. Der Unterkiefer sowie ein Streifen auf dem Bauch sind hellrot gefärbt. Es besitzt eine agile, schlanke Körperform. Der Kopf weist an den Seiten dreieckige Formen auf, die an der spitzen Nase zusammenlaufen. Die Augen setzen sich aus gelber Lederhaut und kleinen, schmalen und schwarzen Pupillen zusammen. Auf dem Rücken wachsen 6 auffällige runde gelbe Samen in 2 Reihen, welche mit Nährstoffen gefüllt sind. Die langen Arme sind unterhalb der Handgelenke mit jeweils 2 langen, scharfkantigen Blättern bewaffnet. Gewaldrusch hat kräftige, breite Beine und lange, krallenbewehrte Füße. Eins von Gewaldrusch auffälligsten Merkmalen ist sein breiter Schweif. Dieser ist zu Beginn sehr breit mit langen Blättern bewachsen und läuft zum Ende hin schmal zu. Gewaldrusch kann mit Hilfe eines Gewaldroniten eine Mega-Entwicklung ausführen. Dabei verändert sich sein Aussehen in einigen Punkten. Während es ein wilderes Aussehen mit verschiedenen farblichen Akzenten annimmt, nehmen die Samen auf dem Rücken des Pflanzendrachen-Pokémon in Anzahl und Farbintensität zu. Auf dem Kopf sind nun zackige Fortsätze zu sehen. Und auf der Brust wächst ein breites Kreuz aus Blättern. Auch die Blätter an den Handgelenken wachsen in die Länge. Der Schweif ist in dieser Form noch um einiges größer und breiter und weist eine warnrot gefärbte Spitze auf. In der Shiny-Form von Gewaldrusch sind die grünen Bereiche des Körpers kräftig türkis gefärbt, die Lederhaut und die Samen sind hellrot, während der Streifen auf dem Bauch gelb ist. Mega Gewaldrusch ist ebenfalls statt grün-türkis gefärbt, allerdings sind bei ihm nur die hellroten Streifen an Schwanz und Bauch gelb. Gleiches gilt für die Spitzen der Blätter an den Armen. Samen sowie Schwanzspitze unterscheiden sich nicht. Gewaldrusch ist ein unglaublich schnelles Pokémon mit außergewöhnlicher Agilität, welches zeigt, indem es wie ein Meister von Ast zu Ast hüpft und seine Feinde von oben oder von hinten anspringt. Sein Movepool ist sehr groß und es kann sowohl physische Attacken wie zum Beispiel Laubklinge, Kreuzschere oder Aeroass, als auch auf spezielle Attacken wie Blättersturm, Solarstrahl oder Fokusstoß erlernen. Laubklinge und Kreuzschere kann es dank seiner scharfen Schneeblätter an den Arm einsetzen. Durch seine Samen auf dem Rücken kann es Sonnenlicht absorbieren und in Energie umwandeln. Diese Energie nutzt es, um sich zur eigenen Erholung oder mit dieser Energie einen entsprechenden starken Solarstrahl abzufeuern. Wie alle Pflanzenstarter ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Pflanzensoll zu erlernen. Pflanzensollen richtet im Kampf nicht nur größeren Schaden an, sondern gehört auch zu den sogenannten Kombinationsattacken und ist deshalb besonders stark, wenn es mit Feuersäulen oder Wassersäulen kombiniert wird. Zusätzlich kann Gewaldrusch als voll entwickelter Pflanzenstarter ebenfalls mit genügend Zuneigung die Flora-Statue, ehemals Fauna-Statue, von einem Attackenlehrer erlernen. Bei dieser handelt es sich um die Pflanzenvariante des Hyperstrahls und somit gehört diese zu den stärksten Angriffen dieses Elementartyps. Allerdings muss auch hier der Anwender nach Einsatz der Attacke für eine Runde aussetzen, um sich danach zu erholen. Gewaldrusch Fähigkeit ist der Notdünger, welcher die Standardfähigkeit aller Starter-Pokémon des Typs Pflanze darstellt. Besitzt ein Pokémon mit Notdünger nur noch ein Drittel seiner Kraftpunkte oder weniger, erhöht sich die Stärke von Pflanzenattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Seine versteckte Fähigkeit Entlastung verdoppelt seine Initiative, wenn es ein Item verbraucht hat oder es ihm gestohlen wurde, durch Attacken wie Abschlag. Und Blitzfänger ist seine Fähigkeit, wenn es die Megaform angenommen hat. Somit kann man es gut in Kombination mit Pokémon spielen, die durch Elektroattacken sehr viel Schaden nehmen würden. Gewaldrusch leben bevorzugt im Wald oder im Dschungel. Dort züchten sie mit Fürsorge Bäume und Pflanzen und überwachen, dass ihr Wald weiterhin prächtig gedeiht.
Laut der Meinung diverser Wissenschaftler gibt es kein stärkeres Pokémon im Dschungelkampf. Zudem ist es sehr hinterlistig, da es seine Feinde stets von oben oder von hinten attackiert, sodass es sich durch so einen Überraschungsangriff einen Vorteil verschaffen kann. Sonst ist es aber eher ein friedliches Pokémon, was sich um seinen Wald kümmert oder im Zuge eines ausgiebigen Sonnenbades seine Energiereserven durch Photosynthese wieder auffüllt. Diese Energie wird dabei in den Samen auf dem Rücken gespeichert. Dabei ist Gewaldro der dritte und letzte Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe. Es entwickelt sich aus Reptain, welches sich selbst wieder aus Gekabor entwickelt. Weiterhin kann es seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir eine Mega-Entwicklung vollführen. Gekabor und seine Entwicklungen sind alle vom Typ Pflanze, die Mega-Entwicklung von Gewaldro hat zusätzlich den Typen Drache. Durch seine Entwicklung wird das Pokémon größer, widerstandsfähiger, stärker und schneller. Im Laufe dieser Entwicklungen verändert sich der Körper Gekabors von dem eines kleinen Geckos zu dem eines großen und starken Basilisken. Es gewinnt deutlich an Stärke und Kraft hinzu. Die erste Entwicklungsstufe Gekabors weist bereits eine immense Geschwindigkeit auf und baut diese durch seine Entwicklungen noch weiter aus. Wie bei allen regulären Starter-Pokémon wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Gekabor zu Reptile beim Erreichen von mindestens Level 16 ausgelöst, die von Reptile zu Gewaldro bei mindestens Level 36 und von Gewaldro zu Mega Gewaldro durch einen Gewaldroniten. Mit seinem Typen Pflanze in seiner normalen Form nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug und Käferattacken, der Rest macht normalen Schaden. Mega Gewaldro bekommt wie gesagt noch den Drachentypen hinzu, nimmt in dieser Form oder ist in dieser Form immun gegen Elektroattacken, wird allerdings seine Fähigkeit Blitzfinger überbrückt, nimmt es Viertelschaden gegen Elektroattacken. Ebenfalls Viertelschaden nimmt es jedoch immer gegen Pflanzen- und Wasserattacken, halben Schaden gegen Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Gift, Flug, Käfer, Drachen- und Feenattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.